Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. 19:45 Uhr bedeutet, Leute, JBB auf der Uhr, seht ihr es? JBB. Wir schauen uns die Qualifikation von Götze an, ja, von Götze. JBB 2018 Qualifikation habe ich noch nicht gehört. Ich bin mehr oder weniger gespannt. Ich weiß ja, Götze macht schon Mucke, die ich mir sehr gut geben kann. Gerade natürlich die Hooks fühle ich sehr. Deswegen bin ich gespannt, in welche musikalische Richtung es jetzt hier geht. Und in Ketten das Album habe ich hier auch irgendwo rumliegen. Habe ich das hier? Ja, hier oben habe ich es noch rumliegen. Fand ich actually auch gar nicht bad. War gar nicht schlecht. War gar nicht so bad, deswegen bin ich gespannt. Ich würde sagen, Freunde, wir ballern direkt los, wie ein gewisser Yahero Yamero sagen würde. Guti, ha! Wir ballern rein, Freunde. Gott sei Dank, ich habe die 18 Qualifikation. Gar nicht so gut angekommen. 11.000 Dislikes, 21.000 Likes. Weiß nicht, aber das Prinzip bei den Qualis war ja, wenn man den gar nicht so fühlt, Dislike geben. Und wenn man ihn im Turnier haben will, dann ein Like geben, denke ich mal. Wir schauen rein. Let's go. Oh, Digga, diese fucking Tomaten sahen so schmackhaft aus. Holy fuck, Bruder. Uiuiui. Oh, da würde ich mir richtig gerne was reinsnacken jetzt. Holy fuck, das sieht schon sehr delicious aus irgendwie. Boah. Oberhausen. Lauter Wake-Saffen brauch ich kein Stück Forschung betreiben und ich mache hier nur mit, um meine Mordlust zu steigern. Gott, das sieht echt ganz anders aus da noch. Holy fuck, man. Holy shit, das sieht richtig anders aus. Er sieht, ich will jetzt no front, so. Niemanden irgendwie, aber er sieht ein bisschen aus wie ein Krebspatient, Bro. Aber im positiven Sinne gemeint, Digga. Im positiven Sinne gemeint. Der Reichskanzler wird wieder mal zum Wahlkampfverlierer. Ficke ich mein Schlitz, es ist höchstens Asa Akira. Ich bring gegen. Digga, die ist auch schon 80 Jahre alt, oder? Wie alt ist Asa Akira? Okay, Freunde, wir werden jetzt zusammen googeln. Wie alt, was schätzt ihr, wie alt Asa Akira ist? Ich sag, die ist, glaube ich, echt schon alt. Die ist echt alt, die ist schon lange im Game und jeder kennt sie. Ich sag, die ist schon alt, Digga. Die ist 36, sag. Nee, älter. Ich sag 38. Asa Akira, Bro. Ich sag 38. Alles andere. Digga, Internet, hallo? 34. Alright. Okay, aber richtige Richtung ungefähr. Richtige Richtung, auch schönes Bild hier auf jeden Fall. Bei Google, das Mama. Stolz. Na, und weil ich bin der Jäger und dieses JBB wird hier wirklich jeder zu freiwillig. Lumara ist zwar fickbar, wie Stiflas Mutter, doch macht ihr Geld nachts an der Stange wie Kippenschmuggler. Einer von uns gibt sich eure widerlichen Dreck. Sein Tritt in die Fresse, du kriegst Kieferkicks wie Pep-Junkies. Während ich hier gerade auf Sparflamme Farbe gehen, andere JBB-Rapper, Vater, Verrat. Green geht gerne mal im Waldböden graben, um ihn zu betteln, reichen schon ein paar Dokus über Palmölplantagen für Fame. Okay, die Green-Zeile finde ich lustig. Die fand ich lustig, eigentlich lieber lustig. Lassen sollte ich dich ins Klinikum schlagen, Juris roter Teppich liegt nicht mal im Tipico-Laden. Die fühle ich nicht. Wir feuern Bullets in dein Head. Slowenik, Schweiz, jetzt ist die Cypher vorbei. Fick dein Viber-Verein, Achi 1312. Und wir feuern Bullets in dein Head. Hook ist okay, aber bei weitem nicht so stark wie die anderen Hooks, die ich von ihm kenne. Bei weitem nicht so stark, finde ich. Mutter, jetzt ist Battle Rap Time. Bullets in dein Head. Hat ein bisschen Para gemacht. Die Konsequenz ist halt ein Imitat von Jabba the Hutt. Ace ist überflüssig wie ein AIDS-Test im schwulen Puff. Und hältst du nicht einmal, klatsch ich dich back in den Uterus. OBC-Support, wir ficken Cloud-Trap von Minimis und machen Action hier auf Krautmeth von Tilly Dean. Tänzer macht auf hart in seinen Hautdängen Skinny Jeans. Treff ich sie, lass ich sie durch eine aufrechte Klinge ziehen. Weißt du, der erste Part war ein bisschen, hat ein bisschen mehr gekickt. So, hier waren jetzt so ein, zwei Zeilen, die ich gar nicht gefühlt habe. So, ist überflüssig wie ein AIDS-Test im schwulen Puff oder so. Ich habe mir eher mit was mit überflüssig gedacht. Wie, weiß nicht. Dass es halt überflüssig ist. Überflüssig. In Hautdängen, Skinny Jeans treffe ich sie, lass ich sie durch eine aufrechte Klinge ziehen. Jasper hat die Sucht bekämpft. Z-Promi, Meth, Zombie, Next Step, Dschungelcamp. Gib mir Futter, ich hab Bock zu battlen. Jeder, der mir auf den Sack geht, kann mir auch in Zukunft mal den Kolben lecken. Und ich fick auf die Neider. Aber weiß ich, der erste Part hat mir viel besser gefallen. Viel, viel besser, Mann. Dude. Vielleicht checke ich auch nicht alle Zeilen, aber gerade auch diese, wenn er Jasper als Z-Promi bezeichnet, ist es ja noch eine Aufwertung so.
Denn es ist ja eine Aufwertung. Jeder, na gut, ich will nicht sagen jeder, aber doch eigentlich jeder aus dem JBB ist ein Z-Promi. Also wenn man den als Z-Promi bezeichnet, ist es ja eine Aufwertung, weil das sind einfach halt die meisten Internet, keine Ahnung, Internet-Gangster, Internet-Bekanntheiten so, die sind unter Z-Promi-Niveau. Muss man halt einfach sagen so, und gerade in Jasper. F-Zombie, Next Step, Dschungelcamp. Gib mir Futter, ich hab Bock zu battlen. Jeder, der mir auf den Sack geht, kann mir auch in Zukunft mal den Kolben lecken. Und ich absolut schlechte Zeile, finde ich. Fick auf die Neider, fick auf die Schleimer. Das Reich ist kaputt, doch es gibt Schüsse auf Weimar. Gerade noch der Bab. Okay, ja doch, die war nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht, aber die Weimar-Lines, Die waren vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgelutscht. Wo im Ghetto, doch steh ich vor dir, wirst du deinen Schwanz los wie Gecko. Und wir feuern Bullets in dein Head. Zur Ferik Schweiz, jetzt ist die Cypher vorbei. Fick dein Viber-Verein, Achi 1312. Und wir feuern Bullets in dein Head. Jörg hat doch schon was. Sehr schöner Hund, Digga. Sehr schöner Hund. Sehr, sehr schöner Hund. Okay, das war die Qualifikation von Gotcha. Okay, Freunde, wir kommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Ja. Hook. Nicht. Ich habe eine andere Hook erwartet, Mann. Ich habe eine andere Hook erwartet. Beim zweiten Mal hören fand ich sie schon gar nicht mal so schlecht. Fand ich sie schon gar nicht mehr so schlecht. Die Melodie ist halt echt geil, so. Und es bleibt im Kopf. Ich hab's für den Rest des Tages auf jeden Fall im Kopf, so. Erste Part hat mir besser gefallen, persönlich, von der Atmosphäre, von den Lines her. Beim zweiten waren so ein paar Lines, die ich nicht so gefühlt habe, die für mich ein bisschen nicht übers Ziel hinausgeschossen haben, die nicht gezündet haben, die einfach ein bisschen wack waren, ja. Der erste Part aber trotzdem sehr stabil. Und war eine okay Quali. War eine okay Quali. Ich glaube halt, dass die Hook, wenn man sie öfter hört, noch geiler wird. Weiß ich, das habe ich aber persönlich sowieso sehr oft bei Hooks, dass ich sie erst bei mehrmaligen Hören fühle. Aber gut, das war die Qualifikation von Gotcha. Hat die einen Namen? Die haben keinen Namen, nee. Also die Qualifikation von Gotcha, Freunde. Lasst mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Morgen schauen wir schon die nächste Qualifikation rein. 19:45 geht es weiter mit Zepter. Zepteroni, Macaroni. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin sehr gespannt, wie mein Bettlaken hier vorne, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und tschüss.